So, da bin ich wieder und wir machen weiter hier bei Let's Play Ninja Gaiden Black. In Kapitel Nummer 2, wir müssen zurück zum Dorf der Hayabusa und gucken, was da überhaupt abgelaufen ist. Wir wissen ja nur von Ayane, dass es angegriffen wurde. Und damit wäre jetzt auch das Tutorial Level beendet. Das eigentliche, also hin und wieder kommen natürlich Tipps, aber den Großteil haben wir jetzt des Tutorial-Levels geschafft. Es gibt auch sowas wie Sammelobjekte, die kommen aber erst im nächsten Dingens. Im nächsten Kapitel zum Tragen. Die werde ich nicht alle sammeln, weil aus dem ganz einfachen Grund, da ich die Fundorte gar nicht kenne. Es sind nämlich mehr als 30, wie noch im Teil 2. So, wir haben jetzt ein Info bekommen, dass ich in diesem Kapitel nicht nutzen werde. Feuerring, Info. Das wird gegen Ende sehr wichtig für uns werden. Dieses Info. Was ein Info ist, das ist sozusagen die Magie der Ninja. Wenn ich diese Fähigkeit benutze, dann wird sich diese Flamme in ein graues Symbol umwandeln. Dieses graue Symbol kann ich wieder in eine Flamme verwandeln, wenn ich ein entsprechendes Item benutze, das meine KI auffüllt, so nennt sich das, oder ein oder rotes Fluidium aufsammel. So, wir haben hier was. Rauchbombe, werde ich nicht benutzen, brauche ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht. Kommen schon die ersten Samurai. Und Abwehr, Gegenangriff können wir auch noch nicht. Sehr schön. Wir haben jetzt eigentlich ein Fluidium. 14. Okay, das sieht doch nett aus. So, jetzt hier runter. Das war nice. Das wäre mal richtig nice gerade. War hier nicht eben noch eine? Wohl nicht. Egal. Klettern wir mal hier hoch. Da gab es auf jeden Fall was zum Sammeln. Bin noch nicht ganz sicher. Ich glaube, eine Karte, oder? Was eine Karte? Ja. Karte der Hayabusa. Es gibt ja auch wieder Tagebücher. Ich denke mal, die Karten sind relativ uninteressant, wenn ich euch den Weg hier zeige. Es gibt auch wieder Tagebücher, die sich im Spiel verstecken. Die könnt ihr euch dann vorlesen. Müsst ihr dann auf Pause drücken. Ich mache dann kurz Halt, damit ihr Stopp drücken könnt. Genau, so ist es. Das ist aber allerdings ein bisschen trickier. Wir können nicht im Wasser das wie Jesus laufen, sondern müssen von Land aus A wiederholt drücken. Göttliches Leben, das kennt ihr wahrscheinlich noch. Wenn ihr Teil 2 gesehen habt bei mir unter anderem, haben wir 9 dieser göttlichen Leben benutzt. Füllt sich unsere, nee, nicht füllt, erweitert sich unsere Gesundheitsanzeige ähnlich oder vielmehr genauso wie bei den 1000 göttlichen Leben. Haben wir übrigens auch ein Item verpasst und kommen bei einem Shop vorbei, welcher sich hier auch noch natürlich in dem Kapitel befinden wird. Dann können wir das nicht zurückkaufen wie im zweiten Teil. Ja, wie gesagt, alles nicht so, nicht mehr so leicht, sag ich mal. So, wir warten jetzt erstmal, bis hier die, genau, die Six Sams kommen. Lauter Kisans. Ja, ey. Oder nee, können genauso gut Älteste der Samurai sein.
Sehr schön. Letzten mache ich so. So, dann haben wir hier eine Leiche. So, dann Kopf der Statue. Ich denke mal, Kenner der Serie werden wissen, was damit zu tun ist. Das ist nämlich ziemlich immer, wenn man hier im Hayabusa-Dorf ist. Den nutze ich natürlich gleich, obwohl ich Ninja Gaiden 3 nicht mehr so wirklich als Ninja Gaiden zähle. Ich kann es jetzt nicht beschreiben. Ich will auch nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte darüber jetzt nicht reden. Ich finde es einfach nur lächerlich, was sie aus der Serie gemacht haben. So casualhaft, ne, ich weiß auch nicht, was dazu sagen. Am Anfang fand ich es noch cool, das Gameplay und so, aber nee, komm, das ist kein Ninja Gaiden mehr. Es trägt zwar den Namen, aber das ist kein richtiges Ninja Gaiden mehr aus meiner Sicht. Okay, Bogen. Den nehmen wir natürlich gleich an uns. Wo haben wir das? Waffe, Projektile, Bogen. Erstmal nur 5, aber wir kriegen gleich Nachschub. Keine Sorge. Oh shit, jetzt muss ich auch noch niesen. Verdammt! So, aufpassen. Entschuldigung, falls mein Mikro gerade geraschelt hat. Ich bin rangekommen. Sorry. So, hier haben wir jetzt einen Shop. Wer möchte, der kann dies jetzt lesen. Das werde ich immer recht schnell skippen. Dieser Text kommt aber nur einmal im Spiel. Also der Rede wert. Unser Schwert können wir noch nicht tunen. So, dann hier einmal aufpäppeln. Dann hätte ich gern die Kunst des Infernos. Das ist unser Feuerball-Ninpo. Den Sonnenarmreif, der unsere Angriffe verstärkt. Pfeile bekommen wir gleich. Das ist jetzt nicht. Ist jetzt nicht wert, dass wir uns. Wie viel habe ich jetzt eigentlich noch? 8000, okay, das ist gut. Gucken wir mal. Das hier. War Armreif. Auswählen. So, jetzt müsste an seiner linken Hand der Armreif sein. Genau. Damit die Angriffe verstärkt werden. Brauchen wir wirklich. Hätte ich auch erst in Kapitel 4 machen können, aber ist mir jetzt hier wichtiger. Weil es hier doch ein recht nervige Zwischen-Endbosse gibt. Da lag noch eine. Ich glaube, der hatte nichts, ne? Ne, der hatte nichts. Okay. So, kaum Energie verloren. Sehr schön. Hier kriegen wir nämlich jetzt Nachschub. So. Passt. So, die Stelle könnte jetzt ein bisschen eklig werden. Da wir, selbst wenn der Kampf jetzt hier vorbei sein wird, nicht wieder zurückkommen. Sehr schön. Wir kommen insgesamt 4 Reiter. Puh. Wichser. Oh, habe ich nicht gesagt.
Übrigens Pfeile. Sehr schön. Endlich. Endlich, ey. Puh. Nein, anders. Nee, warte, da sind wir sicher mal. Ich meine, ich könnte auch